Leute, ich bin's wieder, euer GGDream85 und ich heiße euch herzlich willkommen in Brawl Thunder. Heute gehe ich mit der Attacker FB1 mal ein bisschen rumfliegen, habe das Ding noch gar nicht richtig angefasst und daher muss das Ding ein bisschen, zumindest muss was ausgebaut werden. Mal gucken, was wir erreichen, ne? Das Rating 7.0, mal sehen, vielleicht kriegen wir den Rumpf auf jeden Fall zurecht und vielleicht den Munigurt. Das wäre doch schon mal ein ganz guter Ansatz, ne? Schauen wir mal, wie es wird, ne? Ja, ich bin heute ein bisschen später dran, oder eigentlich seid ihr es ja sowieso jetzt schon gewohnt, dass ich öfters noch später dran bin, aber jetzt ist richtig was los, denn heute war, ja, in der Gärtnerei war die Hölle los, 9 Leute in Urlaub, das ist noch machbar, bei dem Riesenbetrieb, aber 5 Leute krank, 5 Leute krank, und bei 3 von diesen 5 Leuten weiß ich aus exakt heraus, die haben alle 3 mit demselben Kunden zu tun gehabt. Aber wir anderen auch, die so vorhanden waren. Und diese 3 behaupten, ja, sie haben jetzt Corona, weil sie in Kontakt mit diesen Herren waren. Dann müsste ich jetzt auch Corona haben und ich hab's nicht. Müssten einige eigentlich haben, vor allem unsere liebe Petra bei der Kasse, ne? Ja. Also zumindest, nicht, dass ihr jetzt denkt, hä, Kasse, was? Wir haben, ne, Gärtnerei, direkt, ne, hier, Verkaufsding und Dings und das, extra ein Gebäude dafür, ja, ist geil. Aber, ich sag's mal so, 5 Leute lassen sich da auch wunderbar als Schlange stapeln, mehr geht nicht, der Rest muss draußen warten, ne, Ich habe schon immer gesagt, wir bräuchten für draußen, falls da mal die Schlange sich bilden sollte, eine Art Überdachung, falls draußen mal schifft. Aber da war dann halt nur die Idee gewesen, von wegen, ja, dann müssen sie halt woanders hin. Und sich unterstellen und warten. Ja, super, auch gut. Was sollen wir jetzt machen? Noch eine Ampel aufstellen, damit sie Bescheid wissen? Nee, noch besser. Sie müssen eine Nummer ziehen. Ja, ich glaube, das wird die so abfucken, die Leute, ne? Das wird die so hardcore abfucken. Zumindest mich fuckt das ab, ne? Irgendwo, wo ich hin muss und ich muss eine Nummer ziehen. Dann denkst du ja auch, ja, super, echt super. Ja, das ist echt. Zum Glück muss ich das nur machen, wenn mein Perso wieder mal abgelaufen ist. Ne? Ja, das ist so nervtötend. Aber, naja. Jo, Leute, dann ziehen wir mal los. Aber wie gesagt, heute ist richtig der Teufel los gewesen. Die Sonne scheint, die Leute kommen aus dem Loch, wollen Blumen kaufen. Blumen ohne Ende, Blumen, Blumen, Blumen. Alles Mögliche. Hauptsache Blumen kaufen. Na? Ja, super. War natürlich die Hölle wieder los. Und dann fehlen danach, ne, die in Urlaub sind. Okay, das war klar. Das war aber schon vor langer Zeit beantragt worden und alles und in Ordnung. Ne? Ich gönn's meinen Kollegen dann da auch und Kolleginnen. Und, ne? Aber hier die 5 Krankfeierer, ne? Das finde ich gar nicht schön. Kann natürlich sein, dass der eine oder der andere tatsächlich krank ist. Aber gerade diese 3, ich weiß, dass sie jetzt einfach nur krank feiern wollen. Und ja, ich sag mal so, ich bin morgen sowieso mal nach der Arbeit im Schwimmbad. Wenn ich einen von denen im Schwimmbad sehe, dann mein lieber Scholli, gibt's einen Anruf am Chef, ey. Dann rufe ich meinen Chef dann mal an und sag, hier, ich sehe Peter hier im Schwimmbad, der ist aber irgendwie, also mit Corona darf der eigentlich gar nicht im Schwimmbad abhängen, ne? Was soll ich sagen? Ja, gibt sowas überall. Das hasse ich. Nicht, dass es falsch steht. Ich gehöre nicht zu der extremen Arbeitsbienendrohne, ne, die nur Arbeit, Arbeit, Arbeit kennt und dann irgendwann vom Joch fällt. Aber auch ich weiß, wenn man gerade in der Hochsaison ist, sollte man so ein bisschen, ne, ja, naja, was soll's. Dafür haben wir heute eine überventilierende Oma gehabt. Ja, das war sehr kritisch. Ich habe gedacht, ach du Scheiße. Vor allem, ich habe mich gefragt, wie alt sind sie denn? 90. Komplett K.O. und, ne, ihr Kreislauf war schon am Durchdrehen und sagt mir, sie ist 90. Ich denke so, Alter. Hast du keine Enkel? Habe ich mir innerlich gedacht, lass deine Enkel die Blumen kaufen. Aber die wollen partout, ne? Und habe ihr gesagt, okay, wissen Sie was, schreiben Sie mir mal schnell mal auf, was Sie haben wollen. Und dann, nein, das geht nicht, ich muss die erst sehen.
Ich muss die erst mir angucken, dann kann ich mir die kaufen. Und denke so, ja, im Prinzip verstehst du es, aber die konnte ja kaum einen Schritt tun. Wir haben echt, also vor allem normalerweise die meisten älteren Leute haben ja wie heißt das Ding nochmal? Ich habe den Namen dafür vergessen. So ein kleines Fahrvehikel mit dabei, das sie dann da vor sich herschieben. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Um dann halt, ne, um nicht umzufallen oder sowas, aber die hat das sowas nicht dabei gehabt. Die ist einfach so putzmunter rumgelaufen, ne, mit Handtasche über der Schulter, die aber auch richtig schwer war, und das weiß ich eigentlich nur, weil ich die kurz mal nehmen musste und dachte mir, boah, was hat die da drin? Steine? Wirklich mal, also das Gewicht war schon so, gut, man will sich ja auch als ältere Person gegen irgendwelche Leute wehren, ne, die ein bisschen frech werden oder sonst was. Das fühlt sich wirklich an, als wären da Backsteine drin. Wer weiß, was sie da drin hat. Aber ich bin davon ausgegangen, dass wir heute einen Krankenwagen rufen müssen. Aber ja, keine Ahnung. Also hohes Alter, die hat das trotzdem einigermaßen trotzdem dann weggesteckt. Irgendwann war sie nicht mehr kurzatmig. Irgendwann dann wie verwandelt. Auf einmal, ja, und na, hat mir auch alles von ihrem Leben erzählt, was sie da so alles schon publiziert hat. Ah, so ein Millimeter. So ein Millimeter entfernt. Ah, jetzt Kontrollverlust. Ich rechne schon damit. Na komm, beruhig dich mal hier. Ah, auch zu spät. Habe ich eine Sekunde zu lange gewartet. Ruhig. Ja, die Maschine ist halt nicht ausgebaut. Das ist halt, ne? Ruhig, langsam. Ich muss den nur so ein bisschen in den Winkel reinkriegen. Jetzt? Nein. Komm schon. Ach, come on, ey! Ah, Gewicht! Erwischt! Ach, shit! Hat mich noch einer erledigt. Ah, Mist. Ich hab seinen Rumpf getroffen. Ich hoffe mal, er schmiert auch ab. Aber ich weiß es nicht. Ah, shit. Ah, Leute, das war wieder so ein Frickelscheiß. Ah, ja, gut. Was willst du machen? Ja, aber das Arm, alt Omasche, muss ich echt sagen. Also, ne, gut, heute Morgen ging es doch einigermaßen eigentlich, aber die war schon so fertig. Ich hoffe mal, sie ist gut zu Hause angekommen, ne, da hat man ja immer so Gedanken. Man denkt sich so, oi, armes Omasche, hoffentlich kommst du lebendig an. Vor allem den ganzen Kram, den sie dann da, ne, sich da zugelegt hat. Und wir extra hier, ich habe auch gedacht, scheiße, was machen wir denn jetzt? Aber das Schöne ist ja, wir haben ja hier noch ein paar Praktikanten rumlaufen. Ja, noch ein paar Praktikanten rumlaufen. Und ja, mein Chef ist da so ein bisschen etwas locker. Das gibt's nicht in jedem Betrieb. Ne? Nicht in jedem Betrieb hast du das, aber aufgrund der Einnahmen kannst du das mal machen. Und der hat dann bis hin. Also ich habe ja eigentlich, ja, das klingt ja, damit ihr es besser versteht, Chef habe ich eigentlich drei Damen. Die haben früher für den ganzen Laden gearbeitet. Heute, ne, arbeiten sie halt nicht mehr. Also sie arbeiten schon, Alter. Nicht zu falsch zu verstehen. Ich weiß, dass die eine mir die Videos hier auch anguckt. Ne? Also Petra, sei nicht sauer, ne? Nicht böse sein. Du arbeitest schon, ich sehe das ja. Du machst ja auch Sachen. Aber, ne, damit das. Ja. Angst vor dem Chef, Leute, ich weiß. Ich habe Angst vor dir. Vor allem, weil wir mal kurz zusammen waren. Ja, ich habe ganz große Angst vor dir. Ich kenne ihre Wutausbrüche. Naja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich stelle das hier so alles so, oh, sie ist fürchterlich und sie bringt alle um und sonst was irgendwie hin, ne? Nee, sie ist ganz normal und ruhig. Aber doch, wenn sie mal ausrastet, aber die Politik, die da bei uns läuft, die finde ich aber auch irgendwie ganz gut. Rohrkarre genommen, das ganze Zeug auf eine Rohrkarre, falls ihr nicht wisst, was ist eine Rohrkarre. Ja, wie. Das ist halt so ein ganz langes Teil, besteht halt teilweise, ne, besteht mehr aus Aluminium und Co. Oder teilweise aus Aluminium. Und das ist ganz groß und halt zum Transport von Pflanzen und Co. Ne? Rohrkarre genommen, das ganze Zeug drauf.
den Praktikanten nochmal einen Zehner in die Tasche gesteckt und gesagt, komm, bringst du jetzt der alten Oma dahin, wo sie wohnt. Und na, kommst dann wieder mit der Rohrkarre zurück. Ne? Jo. Hat ungefähr eine Stunde gedauert. Ja, ich weiß nicht, ob der Praktikant den Zehner nicht genommen hat und irgendwo in der Bude oder sowas versoffen hat, also oder irgendwas im Eis sich geholt hat oder so. Aber Praktikant kam wieder. Rohrkarre ist nicht so schlimm, wenn die mal fehlt. Wir haben genug davon. Ne? Daher kannst du es auch mal verschmerzen. Und außerdem, ja, der Praktikant ist sowieso, der mag den Beruf nicht und ständig am Rumjammern. Ne? Und da hast du dann auch gedacht, ja komm. Ich habe auch innerlich so gedacht, eigentlich bräuchte ich den nicht zu belohnen, aber ach, was soll's. Ne? Das Konzept ist trotzdem eine ganz gute Idee und man hat zumindest die Versicherung, dass die arme alte Oma da halt ne, zu Hause lebendig ankommt mit dem ganzen Kram. Ich hab das schon angekauft, Leute. Ja, ne? Zwei Paletten hier Stiefmütterchen. Ja, frag dich auch, wofür braucht die das? Die hat nur einen Garten. Mit 90 einen Garten, ey. Also falls ich jemals so alt werden sollte, ja, ne? Egal wie sehr meine Pflanzenliebe ist, aber irgendwann kommt schon so der Punkt, wo man sich dann halt sagt, ey komm, ich muss jetzt nicht übertreiben, ne? Ich muss jetzt nicht gerade mich jetzt jenseits arbeiten mit allen, auch wenn es Spaß macht. Bin ich hier noch bevor die Mick? Nee. Der Nebel ist hier nicht gerade von Vorteil. Ich hab Angst, in den Boden reinzurammen. Jo, das war meiner. Der ist so definitiv mir. Also ich habe noch nie jemanden so schnell die Flügel verloren sehen. Er ist tot. Er ist sauer und er ist tot. Ihr 28, ihr, ja gut, nee, den krieg ich nicht mehr. Oh, was haben wir denn da? Eine F84, ja, möglich. Möglich ist schon. Oh, warte mal, da ist noch eine F84, muss ich nicht aufpassen. Ein bisschen aufpassen hier, ne? Klar, ein bisschen aufpassen. Ja, komm, wir machen den da. Oh, schöner Name. Der Stucker. Der Stucker. Eigentlich heißt es die Stucker, nicht der, aber gut. Vielleicht war die schon vergeben. Oder da hat sich jemand Spaß erlaubt und gesagt, komm, machen wir es mal anders da als die andere, ne? Ah. Boah. Getroffen! Huhu! Getroffen! Und? Ah, den habe ich nur ein bisschen angekrittet. Da hat es nichts, ne? Die F86 hat da nicht viel abgekriegt. Ja, das war halt eine doofe, krasse Situation. Zwei Leute geholt, zwei Leute. Auf jeden Fall ist da was rausgebracht. Ah, hier ist zu knapp. Hier ist einfach zu knapp. Ich glaube, der ist tot. Nee, das, er raucht nur ein bisschen dunkel, ne? Kann sein, dass er ein Triebwerk geschlagen hat. Oh, das wird... Ja, Abschlusshilfe. Cool, auch geil. Also der kleine Treffer wurde echt als Schaden gezählt. Wunderbar. Ja, zwei Kills, eine Abschlusshilfe. Ich habe noch Munition von 3,47 F86. Na? Ja, genau. Ah, shit, der ist schon tot. Ist noch überhaupt einer am Leben? Ja, irgendwo rennt hier noch einer rum. Ne? Ach, das ist eine KI. Nehmen wir auch mit. Ne, KIs nehmen wir auch. Gibt ja auch Kohle. Ja, mit der Money. Money. So. Da ist der Flügel im Arsch. Das Ding fällt gleich vom Himmel. Der macht auch dasselbe. Was haben wir hier? Hier haben wir noch eine KI. Eine AE4B. Warum sind es eigentlich immer nur die AE4Bs? Das verstehe ich nicht. Ich mag die Dinger. Ich flieg so eine gerne. Deshalb begreife ich gerade nicht, warum sie mit ihnen sind. Oh, mein Motor soll überhitzt sein. Echt jetzt? Jo, wunderbar. Den nächsten hole ich auch noch schnell. Boah, ich muss sagen, ich bin von meiner Leistung hier bin schon begeistert, ne? Das ist schon mal schlecht. Okay, ich bin nur entfernt. Ei.
So ein Shit aber auch. So ein Shit. Jetzt geht das Ding da runter. Ein witziger Aspekt ist ja normalerweise, wenn Spieler so derb nach unten zieht, müsste er eigentlich fast kaputt gehen. Treffer. Da wollte ich auch nur mal sicher gehen. Das hätte zu lange gedauert, bis das Ding vom Himmel fällt. So, 261 Schuss noch, das heißt Bodenziele, es wird jetzt langsam ein bisschen öde, schnöde. Na? Wird jetzt gleich ein bisschen öde, aber gut. Was willst du machen? Ah, nicht, kein Risiko eingehen, da bin ich jetzt schon wieder so, ne? Da bin ich schon wieder Risiko veranlagt. Das ist nicht so eine gute Sache. Warum soll ich mir, warum soll ich mich umbringen? Ja, okay. Dann schnapp ich mir die Haubitze da hinten. Ach, shit, Mist. Blöder Kollege da, also. Ah, da ist noch was übrig. Sehe ich das überhaupt noch? Hey, das war meins, ey. Oh, diese Diebe, ey. Wir haben eigentlich gleich gewonnen. Entweder Bodenziele bekloppen oder halt die Spieler. Die Spieler wird ein bisschen dauern. Da hinten erst auf 25 Kilometer Entfernung ist einer. Ja. Ich habe nicht mehr viel Munition, fällt mir gerade auf. Ja, 83 Schuss. Bei einem Anflug auf einen Gegner würde es... Ich bin das Ziel! Okay, Flughafen ist mein Freund. Ich bin das Ziel, Leute. Was? Alle tot? Oh, cool. Dann gewinne ich ja noch den Packen hier mit drauf. Ist ja mal fett. Her mit den Lines. Ich will mehr, ne? Mehr. Und ein Sieg kam auch noch raus. Ist das nicht schön? Ich finde das geil, wenn das da funktioniert. Eigentlich war das für eine Panzerschlacht gedacht, aber es ist ja immer noch... ja, nicht weit entfernt von den 250.000 Lines, was natürlich top ist. Okay, das haben wir auf jeden Fall freischalten können. Das nicht. Schade eigentlich. Aber es waren sehr glänzende Runden, muss man sagen. Ach, die letzte Schlacht ist noch im Machen. Okay. 42.000, 13.000 gesamt, 7.000 für die Javelin in der Forschung. Ja, na, nicht schlecht. Kein schlechtes Ergebnis, muss ich sagen. Die habe ich ja auch bald endlich mal frei, die Javelin. Na, ja. Wer schon länger dabei ist, sagt sich dann, hey, Moment mal, du brauchst viel zu lange dafür. Ja, ich weiß nicht. Ich bin bei den Briten, also gut, die Chinesen lasse ich auch stark vernachlässigen, aber bei den Briten ist auch irgendwie so. Ich weiß es nicht. Ich kann euch nicht sagen, wo das herkommt. Eigentlich haben die Briten sehr nette, interessante Flugzeuge zu bieten. Zumindest, ne, so Zweiter Weltkriegsbereich. Und auch hier so Canberra jetzt nicht, aber die Buccaneer ist mein Top-Tier, ne? Absolut mein Top-Modell. Dann die Swift finde ich auch gar nicht mal so übel, aber hier die F7, ne? Die F1 ist mir nicht so... Ja, wo ist der Unterschied? Man merkt es schon im Flugverhältnis, ne? Ein bisschen... Ja, die Javelin liebe ich über alles. Die ist ja richtig bestialisch, ne? Woher ich das weiß, in den Panzerschlachten konnte ich die ab und zu mal, also zumindest in Arkade, ne, habe ich die ab und zu mal gekriegt, wo ich dann sag, alter Verwalter, wenn du damit dann rumfliegst, gut, auch wenn du jetzt als Jäger deine Gegner nicht richtig siehst, aber du reagierst einfach auf die Leuchtspur am Boden und du bretterst einfach nur los und gerade leichte Panzer, ne, die sind ja komplett im Arsch. 30 mm sind ja richtig da, ne? Ja, ne? Gut, Harrier Jet mag ich, aber diese Senkrechtstarter-Funktion, die habe ich mir immer noch nicht eingestellt. Obwohl die richtig genial ist, ne? Die Lightning finde ich gar nicht schön. Da bin ich echt nicht für. Die Konstruktion dafür war schon eine Idiotie, hoch 3, aber gut, ne? Da war man halt ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen komisch drauf. Ja, und ja gut, Tornado kennen wir ja schon, ne? Tornado kenne ich. Und, ja, kannst du haben, musst du nicht immer haben, aber ja, Tornado ist nicht schlecht, ne? Ja, die Runde war doch ganz erfolgreich. Immerhin, ich habe viele Abschüsse gemacht, ne?
Ich habe ordentlich Abschlüsse gemacht. Das ist nicht übel. Allerdings kamen halt so wenig Forschungspunkte rum. Ich habe gehofft, dass ich das und das reingeschalten krieg, was jetzt nicht so der Fall war. Ne? Naja, was willst du machen? Ne? Was willst du machen? Im Übrigen, eine Sache möchte ich mal kurz loswerden, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr so denkt darüber, aber ich muss sagen, die Erfindung von TikTok ist die dümmste der Nation gewesen. Also zumindest wer auch immer auf die Idee gekommen ist. Denn seit einiger Zeit laden da ja auch Leute ohne Schamgefühl Videos hoch, wo ich mir dann denke, ach du heilige Scheiße. Weil ein Kumpel von mir, der guckt die Scheiße und hat mir halt was hochgeladen. Also das geschickt. Und ich habe gedacht, no. Da ist eine junge Dame zu sehen, die hat sich mit Absicht die Eckzähne anfeilen lassen, wie so ein Puma, wo ich mir dann denke, okay, dein Leben scheint wirklich scheiße zu sein. Und die kann mit ihrem Gesicht irgendwie ganz komische Fratzen schneiden, wo ich dann denke, okay, die versucht einen auf Jim Carrey zu machen, in dem Sinne, sie könnte Schauspielerin werden mit der Aktion, ne? Sie könnte eigentlich sagen, komm, ich gehe in die Schauspielerei und gib mich für solche Rollen her, wo man halt so eine Kunst dann da, aber dann, ja, spricht die manchmal so komisch, wo ich mir denke, alter Verwalter, was ist mit dir passiert? Ja, aber gut, naja gut, andererseits, was macht man alles für Klicks, ne? Es gibt hier Leute in YouTube, wo ich mir dann sage, Leute, ja, Klicks sind wichtig, aber man muss sich nicht seine Gesundheit kaputt machen. Ne? Und jetzt hier so den schwedischen Fisch aufmachen vor laufender Kamera, ne? Und dann zu versuchen, davon noch ein Stück zu essen, obwohl man allein schon vom Geruch sich schon zusammen, ne, schon anfängt zu reiern. Alter, ich weiß nicht, ich finde das nicht so geil. Ne? Ich weiß, wie bestialisch der stinkt, weil ich mal beim Kumpel in Video, und das Video wurde nie hochgeladen. Das haben wir dann nicht gemacht, das war einfach zu. Das war, wir sind davon ausgegangen, dass wir das 1A ab hinkriegen. Aber nein, der Geruch ist so bestialisch. Ja. Echt nicht machbar, Leute. Und das Schlimme war, wir haben das Ganze in seinen Keller abgezogen. Und der Keller hat selbst nach 9 Wochen noch gestunken wie. Boah! Da unten wollt's nicht leben, da unten wollt's nicht sein. Aber, naja, sonst davor hatte er immer Kellerspinnen gehabt. Danach nie wieder. Oder sagen wir so, einen langen Zeitraum nicht. Also, ja, da tun wir schon wieder die Frage ab, ne? Können Spinnen riechen? Womöglich ja. Alter. Aber das war hässlich. Nee, das war nicht schön, Leute. Das war eine fürchterliche Angelegenheit. Diese, Alter, ich will da gar nicht mehr dran denken. Das war das Schlimmste in meinem Leben aller Zeit. Und ich kann euch sagen, ne, macht's nicht. Also es ist mir ein Rätsel, wie die Schweden das als Delikatesse ansehen. Wie einer das essen kann. Also, gut, wenn ihr jetzt ein Problem habt mit eurer Nase, ne? Die Nase ist dicht und ihr riecht einfach nichts mehr. Ja, okay. Na, ihr könnt den Geruch nicht wahrnehmen. Okay, dann könnt ihr das eiskalt durchziehen. Na? Dann könnt ihr das durchziehen. Aber na, mit einer gut funktionierenden Nase, I'm sorry, das geht nicht. Das kann kein Mensch machen. Oh, super. Auch ein Sieg rausgekommen, das ist schön. Das ist, na, nicht mehr weit. Sind nicht mehr viele Runden. 4 Runden und dann habe ich es abgeschlossen. Na? Wunderbar. So, mal sehen, was kam rum? Ja, auch nicht wenig, aber nur 12.000 übrig geblieben. Ja gut, Reparatur musste ich aber nicht leisten, ne? Das ist aber sehr wenig in den, ja gut, Rumpf steht da jetzt, ne? Stimmt aber nicht, ist jetzt nicht Rumpf gegangen, sondern halt in die Munition reingegangen. Das heißt, es ist so wenig geworden. Hä? Hä? Bin ich jetzt geirrt oder was? Oder hat das System das jetzt irgendwie falsch? Okay, das hat das jetzt irgendwie falsch abgelegt. Das wird wohl, ja, das wird jetzt wieder aufgespart und in der nächsten Runde, ne, wird das wieder nachgetragen. Was ich aber absolut doof finde. Also da hat es jetzt mal wieder, ja. Naja, was soll's, was willst du machen, ne? Ist halt doof. Na gut, Leute, aber waren wunderschöne Runden, muss ich sagen. Erfolgreich.
Zumindest die letzte war sehr, sehr erfolgreich gewesen. Bei der davorigen, okay, das war ein bisschen Pech. Mir fällt auch gerade bei dem Jet hier, ich habe den Attacker mir nie richtig angeguckt, gebe ich zu. Gerade was auf, guck mal, das Heck hier. Hä? Wer ist denn auf diesen Stummelfummel-Scheiß gekommen? So richtig stummelig, ey. Das könnte so einiges erklären in seinem Flugverhalten. Ja, wie gesagt, wann habe ich den je angerührt, richtig? Ich habe den mal vorgestellt, ich habe da mal kurz einen Test mit abgeschlossen und habe selber dann gemerkt, jo, das Ding lässt sich ein bisschen schwer lenken. Aber, ja, das ist jetzt ein bisschen gravierend. Also, es gibt viele andere Jet-Modelle, die deutlich besser, ne, den machen wir jetzt mal im Vergleich mit der Meteor. Das hier ist wenigstens auch sehr, ne, das hat sehr groß und abgerundet, aber das hat ja wenigstens eine Steuermöglichkeit hinten am Heck richtig gut. Na, mit dem hier, aber das sieht ja... kurios. Da hat jemand die Pfeilthematik oder was er gesagt, den Luftwiderstand alles irgendwie falsch eingeschätzt. Ich weiß nicht. Ist das so besser? Es kommt mir nicht so vor. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so besser ist. Na ja, gut. Die Briten halt, seltsam, ne? Haben immer sehr komische Ideen. Das wissen wir ja, die Briten haben ja immer schon immer quer und spät und sonst wie produziert und gemacht und getan, ne? Immer mal so ganz komische Sachen fabriziert, ne? Ja, aber gut, ist nicht schlimm. Ja, nächste Woche mache ich vielleicht mal den Buccaneer endlich hier, ne? Ein bisschen habe ich rangeforscht, aber noch ein bisschen mehr wäre besser. Die Buccaneer ist natürlich ein Top-Monster, muss man sagen. Na, in den kombinierten Panzerschlachten kennen so einige von euch die. Ihr habt bestimmt schon mal ihre Bomben geschmeckt. Ja, 24.500 Pfund Bomben. Also jetzt mal ehrlich, damit schmeißt du eine Schneise, ey. Das reicht vollkommen aus. Ja, also, na, das reicht vollkommen aus. Da brauchst du nicht mehr viel zu machen. Obwohl ich sagen muss, mit den Raketen ist das auch nicht schlecht gut. Es sind die RP-3-Raketen, die sind nicht gerade Bombe. Aber... ja, da kannst du auch so einiges an Schaden anrichten. Ne? Das hier, okay, das finde ich irgendwie... ich weiß immer noch nicht, wofür. Die allerersten RP-Raketen, ne, mit den 10mm, die Anwendungsform, ne? Die Anwendungsform, also im Spiel zumindest, in Real Life, ja, da wissen wir natürlich, was man damit anstellen kann. Ne? Allein schon Sprengkopf-Typ ist HE, ne? Da kannst du natürlich eine Menge Menschen damit umlegen, kannst du sagen, ne? Fliegst einfach runter und komplett in die Menge rein und schmetterst einfach mal den kompletten Sermon raus. Und da geht ganz schön, ne, wenn da die Masse rumläuft irgendwo, geht da ganz schön viel flöten. Also, ne, stellen wir sich mal ein größeres Schlachtfeld vor und da laufen so, naja, sagen wir mal so, 1000 Mann und da kommt gerade dieses Ding angeflogen. Und schmeißt dann regelrecht seine Raketen da in die komplette Rotte rein, ne? Ist egal, ob da Panzer dazwischen sind, aber da sind so viele Männer dann vernichtet. Jo, Wahnsinn. MG-Nest damit platt machen ist auch gut, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Aber what the hell, ey? Das ist schon... na, hier im Spiel machen 10mm, also... ja... ja, weiß nicht. Also in kombinierten Panzerschlachten kann ich mir das nicht gut vorstellen. Aber gut. Na, na gut. Was ich jetzt schade finde, dass der Attacker hier damals nicht in einem Zeitraum existiert hat, wo Luft-Luft-Raketen also eingesetzt worden sind. Ne? Was der hier hat, ist jetzt kläglich gut. Es ist halt, wie der Name auch schon sagt, Attacker. Ne? Er ist halt wirklich nur für die... ne, halt regelrecht für den Kampf Jet gegen Jet eher gedacht, ne, und mir nicht, aber ne, er hat ja die Möglichkeit Aufhängung zu nutzen, nur naja, das was er hier so hat, naja, es geht, ne. Gut, die 1000 Pfund Bomben klingt jetzt nicht schlecht, aber das macht ihn schon eher wieder Nachteile hoch 3, ne, der hat er schon eher, ne, muss man schon sagen. Aber nichtsdestotrotz waren zwei schöne Runden, hat richtig Bock gemacht. Und wenn es euch genauso gefallen hat, Leute, dann lasst mir mal ein Like oder ein Abo da. Das wäre ganz nett von euch. Und in eigener spezieller Sache, wenn ihr einfach nur Kampfgruppenfahrzeuge zusammen forschen wollt, ne, einfach nur erforschen wollt durch eure Aktivität und ihr habt aber nicht so richtig groß Bock in den Clan irgendwie, ne,
Discord oder TS, falls das noch einer kennen sollte, reinzugehen. Ne? Ihr habt einfach keinen Bock, mit den Leuten viel zu quaken. Ne? Bewerbt euch einfach. SimSidle und ich sind hier richtig gut am Machen. Und ne, es kommen schon deutlich mehr Kampfgruppenforschungspunkte raus. Was mich natürlich auch sehr freut, dann wird irgendwann mal hier, ich bin schon so ewig da machen, ne, das da mal auch dann mal fertig und dann kann ich das Ding auch mal ein bisschen fliegen. Ich könnte es jetzt auch schon bestellen, aber na, das ist noch sehr teuer. Ne, noch sehr, sehr teuer. Daher mache ich das jetzt nicht. Ne, ja, auch zu teuer. Übrigens, fällt übrigens noch auf, momentan ist noch irgendwie eine Aktivität am Machen, 50% weniger Kosten. Für den Premium-TAM, ich habe schon kurz mal drüber nachgedacht, aber ich dachte mir so, ja, du fährst gern Spotter, ne? Ich fahre sehr gerne leichte Panzer, aber mein TAM ist ja eigentlich gut ausgestattet. Ne? Mein TAM ist mit einem Talisman versehen, macht genauso viel Sinn, holt genauso viel mehr Forschungspunkte rum. Okay, vielleicht nicht so viele Lines, wie jetzt der hier rausholen kann, ne? Obwohl, 390 und der hier macht 195. Okay, ja, ist ein großer Unterschied. Aber letztendlich, ne, geht das auch so. Ne, geht das auch so. Ja, ich werde demnächst jetzt noch den freischalten, also kaufen. Ich spare aber noch ein bisschen die Kohlen hier, ne, ich will noch ein bisschen sparen. Mein Ziel sind 20 Millionen. Dann kann ich wieder anfangen, hier ein paar Fahrzeuge freizukaufen. Oder ich warte darauf, dass hier die Dingsaktion wieder startet, um ne, alles um die Hälfte billiger ist. Okay, das kann noch ein bisschen dauern, ne? Das wird auch noch ein bisschen dauern, aber trotzdem, ja, gucken wir mal, ne? Gut, Raketen, Panzerfilm, bin ich so kein Fan von hier, ne? Nee, bin ich kein Fan von, Leute. Es gibt viele, die lieben Raketenpanzer, aber ich nicht so. Also ich bin echt komplett, ne, nicht so Fan von. Weiß nicht. Ist halt so, ne? Die einen mögen das, die anderen mögen das. Ganz einfach. Na gut. Ja, Leute, dann bis Mittwoch wieder. Panzer fahren. Was ich jetzt großartig mache, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich bis dahin schon wieder einen anderen Panzer freigeschaltet. Und zeigt den euch mal. Na, ich guck mal. Ansonsten, boah, ich habe keine großartige Idee gerade. Ich versuche gerade was zu fabrizieren. Das könnte ich machen. Leute, wie wäre es? Eine Leopard-Session, ne? Einfach Leopard fahren, zwei Runden schön. Ne? Einfach hier mit, ne? Leopard, hier den Premium-Leopard, A1, A1. Übrigens, der ist geil. Aber derzeit ist er zu teuer, also wartet ab, bis der wieder billiger ist. Dann hier auch nochmal Leopard A1, A1 und hier Leopard 1, A5. Warum ist ja eigentlich... Hallo, da fehlt was, ne? Da fehlt wirklich was. Da fehlt... Der A, also der Leo 1, A 2, der 3, der 4, wo sind die? Ne, die, wir haben hier immerhin hier auch die Lücken so langsam vollgekriegt. Wo sind die anderen? Also, ich verbibsch noch mal hier, ne? Penny oder was? Nein, die pennen nicht, aber auch von, ne, der Jin hier, die Entwickler, die pennen nicht. Die müssen sich halt auch die Informationen reinholen und ja, das ist auch manchmal schwierig, weil die meisten Informationen kommen von irgendwelchen Fachbüchern. Und das finde ich ja immer lustig. In einem Fachbuch steht das, in den anderen steht das. Ne? Ja, und dann ist man verwirrt, sagt sich, ja, wer hat jetzt recht? Das ist immer geil. Ja, die einen erzählen denes, die anderen erzählen denes. Ne? Daher gibt es hier immer ständig diese ganzen Änderungen. Ne? Immer wieder hier und da kleine leichte Veränderungen und ja, ist echt katastrophal. Manchmal, anstatt die Leute, dass sie sich einfach mal einigen, aber gut, andererseits, jetzt hier in meinem Berufsfeld, ne, im Zierpflanzenbereich, ist ja auch jedes Jahr eine wichtige Sache und das ist so, ne, wir müssen ja die lateinischen Namen lernen der Pflanzen und die ändern sich manchmal. Ja, die ändern sich manchmal. Und warum? Zumindest der Zweitname für Pflanzen, ne? Falls jemand nicht so richtig weiß, okay, ich mache jetzt mal als Beispiel Efeu Hedra Helix, ne? Hedra ist der erste Name und Helix der zweite Name. So, wenn jetzt aber irgendein Botaniker meint, ja, das Helix, das passt gar nicht mehr dazu, sondern ich will, ne, das und das passt dazu, dann textet er den ganzen Sermon on und du musst die Pflanze nochmal neu lernen und nochmal neu ausschreiben. Und warum machen Botaniker das? Teilweise aus Langeweile.
Teilweise auch aus der Erkenntnis, dass sich die Vorgänger geirrt haben. Meistens aus Langeweile. Entschuldigung an alle Botaniker da draußen. Es tut mir leid, aber wirklich bei manchen Namensänderungen. I'm sorry, da verstehe ich es einfach nicht. Da denke ich mir so, hey, das eine passt doch direkt wie die Faust aufs Auge. Warum muss das jetzt umgeändert werden? Manchmal begreife ich diese Typen nicht. Gut, manchmal habe ich aber auch das Gefühl, dass die das mit Absicht machen, um ganz normale arbeitende Zierpflanzer wie meine Wenigkeit, ne, oder wer sagt Ausbildungsbetriebe, wo was wir so zum Teil da, ne, sind, einfach nur zu ärgern, weil, ne, das muss ja an die Azubis weitergegeben werden, diese Information. So, heute heißt es so, morgen heißt es so und der Azubi weiß nicht mehr, was er sagen soll. So, ne? Oh. Ich habe das ja selber durchgemacht und Leute, ich muss echt sagen, Prüfer sind ja ganz penibel, ne? Man hat es erst den anderen Namen gelernt, mitten in der Ausbildung ändert sich der Name, du musst den neuen nochmal lernen, du weißt aber nicht, ob du den alten vielleicht bei der Prüfung noch verwenden kannst und die Prüfer sind natürlich, ne, immer up to date und sagen, nee, tut mir leid, das akzeptiere ich nicht, aber du hast das andere vorher gesagt, okay, das akzeptiere ich, ne? Das ist in Ordnung. Aber trotzdem, na, du musst dich an den neuen Namen gewöhnen. Und du denkst dir so, Alter, was habt ihr eigentlich alle für einen Stock im Arsch? An alle Zierpflanzer da draußen, die hier mit zugucken, na, ihr wisst, was ich meine. Und ihr wisst ganz genau, die machen das mit Absicht. Gut, in Real Life kenne ich ja einen, der ist Botaniker. Und ich habe den auch schon mal eine Rede gehalten und gesagt, sag mal, was machst du den ganzen Tag, ey? Hast du Langeweile? Hast du Probleme? Nö, ich finde einfach nur, das sieht einfach ein bisschen anders da aus, deshalb müssen wir den Namen nochmal ändern, dann muss man sich nochmal mit den Kollegen rumschalten, alles. Und dann denkst du dir, oh Gott, habt ihr echt Langeweile. Die heutigen Azubis sind ja die Garagen noch drei, ey. Ich sag mal so, im Verhältnis zu meinem Zeitraum haben sich die Pflanzennamen von einigen deutlich weniger geändert als in der heutigen Zeit, also jetzt ist es schlimm, Leute. Nicht übel. Gut, egal, das war's. Na, ich quatsche hier schon mir wieder einen ab. Das ist sehr doof. Also, euch noch einen schönen Tag. Na, überhitzt euch nicht zu sehr, wenn es zu heiß wird, ab in den Schatten oder. Hä? Bei mir wird gerade angezeigt, es gibt gleich Regen. Hallo? Keine Wolke? Was ist? Okay. Na gut, die Messungen sind ja immer vom Frankfurter Flughafen aus. Ne? Ich bin ja hier in Frankfurt. Und wenn es am Frankfurter Flughafen regnet, muss das nicht heißen, dass in den anderen Ort, wo ich hier wohne, ne, halt regnet. Ne? Frankfurt ist groß und hat viele Außenbezirke, Ortschaften. Und in einem von denen wohne ich halt. Und ja, am Flughafen regnet es halt wohl jetzt wohl mal. Ist mir egal. Ich weiß nur eins, draußen nach 20 Grad und ich bin absolut überhitzt hier. Ne? Das ist, ja. Na gut, dann, wir sehen uns, Leute. Bis Mittwoch. Bis dann. Ciao.